2024 ist eröffnet. Dieser Zug, dieser 2024er Zug, der wird uns allen gut tun. Das sind gewohnte Prozedere, das sind gewohnte Abläufe. Die letzten Jahre waren einfach herausfordernd, Kriegs-, pandemiebedingt, dann die Jubiläumssession. Dies Jahr alles ganz entspannt, fast ein bisschen wie Urlaub. Auf die gute Zeit. Wir erwarten auf jeden Fall freudig strahlende Gesichter und wir lassen uns einfach treiben und gucken, wie es sich anfühlt. Aber wir sind jetzt schon sehr beseelt. Mal sehen, was passiert. Ja, also es sind ganz, ganz schwierige Zeiten, die von Kriegen und Krisen überlagert werden. Und trotzdem feiern die Kölschen Fastelovend. Das ist eine Sache, die liegt den Kölschen im Blut. Einmalig. Mein Leben lang träume ich davon, einmal Prinz Karneval sein zu dürfen. Ich habe es noch nicht so ganz realisiert, aber ich freue mich enorm auf den Zug gleich. Das ist ein Drama. Das ist ein absolutes Drama. Mir tut das so leid. Und ich hoffe und bin auch sicher, dass das Festkomitee irgendeinen Modus finden wird, dass die Jungfrau dann nächstes Jahr in irgendeiner Weise, vielleicht nicht im Ornat, aber auf exponierter Stelle mitgezogen werden darf. Also ich denke, das ist ganz wichtig, denn der wird sicherlich am Fernsehen ein Tränchen verdrücken, wenn er den jetzt hochsüht. Ich finde es dramatisch. Es tut mir unheimlich leid. Du hast auch nach der großen Demo, die wir jetzt am 21. Januar hatten, gemerkt, dass die Sitzungsleiter alle darauf eingegangen sind. Also ich finde gut, dass sich alle Demokraten da irgendwie doch jenseits dieser roten Linie versammeln und das auch betonen und zusammenhalten. Das geht in den Karneval, also mir gefällt das gut, ja. Ja, also ich bin Lisa, ich wohne hier und ich würde sagen, eine bessere Location kann man ja nicht finden als hier direkt am Anfang mit der besten Kulisse überhaupt und Jackpot, würde ich sagen. Genau. Also ich bin Kerstin und das ist meine Cousine und wir sind jedes Jahr gern dabei und Weltklasse am Start des Montagszugs zu sitzen, ne? Genau. Also, beste Location. Auf der anderen Seite kann man das Event, glaube ich, heute losgelöst von irgendwelchen Ergebnissen und Tabellenständen sehen. Ja, ich freue mich auf den Umzug, ich freue mich hier auf dem Wagen stehen zu dürfen, freue mich auch Kamelle zu schmeißen, dementsprechend, das wird ein guter Tag für uns.